Der Renault Megane Grand Tour als Plug-in-Hybrid. Ja, das bedeutet, ich kann voll elektrisch fahren, kann ihn zu Hause aufladen und brauche, je nachdem wie ich mich verhalte, gar keine Tankstelle mehr. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht so aus, ich habe einen Benzintank mit dabei und ich habe einen Elektroantrieb, kann beides unabhängig voneinander auftanken. Richtig. Und der ist ganz neu? Der ist ganz neu, also es ist ein Facelift-Modell, den haben wir erst seit diesem Jahr und auch der erste Plug-in-Hybrid von diesem Modell. Der kam wann, der Plug-in-Hybrid, auf den Markt? Vor 3 Monaten haben wir den ersten bekommen. Oh, da steht er jetzt. Die Nachfrage, das heißt, den kann ich als E-Kennzeichen fahren? Ja, E-Kennzeichen ist auch möglich und Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Generell bei den Hybridfahrzeugen. Gut, wir sprechen hier bei 0,5% Versteuerung, korrekt? Richtig, genau. Das heißt, also hier vorne ist er. Plug-in-Hybrid bedeutet, ich habe eine Ladestation zu Hause. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst, wie ist dein Name? Ich bin der Markus Pieras. Hallo Markus. Ja, wir sind in Saarbrücken bei der Autogalerie Saar und schauen uns heute mal diesen Kombi an. Ein Renault Megane. Was ist das für eine Klasse? Ist das so ein Audi A4? Ungefähr, ja, das passt. So, vom Vergleich, ja. Von der Größe her mit allem drum und dran. Hier vorne sieht man, die CO2-Effizienz ist A+. Das hat das Auto auch verdient. Wir sprechen über einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 1,3 Liter. Du bist schon ein paar Jahre hier, 5 Jahre. Hättest du es gedacht, dass es mal kommt von Renault, ein Plug-in-Hybrid? Ich habe es vermutet, muss ich sagen. Das schon. Weil wir sind ja Vorreiter generell im E-Segment mit Elektromobilität. Und das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie das auch vermehrt auf den Markt bringen. Die Reichweite rein elektrisch? Rein elektrisch bis zu 65 Kilometer im Stadtzyklus und im gemischten Zyklus liegen wir bei ca. 50. Das langt aber dafür, dass er genau die Normen erfüllt. Es gibt auch einen Zuschuss vom Staat? Richtig, der Zuschuss beträgt 4.500 Euro. Ist der schon ab bei dem Preis, den wir gesehen haben? Nein. Das heißt, der kommt noch runter? Noch abgehen. So, das heißt, 4.500 Euro von 38,5 nochmal runter bedeutet 34... Rund. Rund. Genau. Also 34.000 brutto mit 16% Mehrwertsteuer im Moment. Richtig, genau. So, die Leichtmetallfelgen, also wie er hier steht. Ganz genau, so wie er hier steht in der sogenannten RS-Line-Ausstattung. So. RS-Line heißt ein bisschen sportlicher, ein bisschen tiefer auch? Ne, tiefer nicht. Einfach ein sportliches Design. Hat verschiedene Applikationen, sieht man hier ganz schön. Ist markenspezifisch für diese Ausstattungsvariante. Ein bisschen sportlicher. Genau. So, der ist schon ziemlich voll, der hier? Der ist sehr voll, ja. Da ist einiges drin. Rückfahrkamera, Parkpiepser. Ja, auch ein teilautomatisches Einparken ist mit dabei. Automatikgetriebe bei dem? Ja, richtig. Hier vorne ist Renault gar nicht mehr ausgestellt. Das ist komplett eingelassen. Trotzdem 3D-Effekt ja, hier in dem Bild. Genau, ja. So, und das ist die Front. Ich zeige es mal gerade von vorne. Das ist der ganz neue. Das heißt, das ist quasi der Facelift schon mit drin. Man erkennt es, wenn man sie genau nebeneinander stellt, dann sieht man die Unterschiede. Dann sieht man, wenn man sie genau nebeneinander stellt, sieht man die Unterschiede. Ansonsten ist es in Anführungszeichen etwas schwerer. Von innen sieht man es eigentlich sehr gut. Das heißt, die haben innen auch noch einiges geändert? Ja, und das Display generell, das Cockpit, das wird verändert. So, da vorne steht er. Ja, Plug-in-Hybrid. Die Leute fragen danach. Ist das ein Thema bei zum Beispiel Geschäftsleuten? Auch mitunter Geschäftsleute, aber auch viele private Haushalte, die das einfach gut finden und auch mit als Grund den staatlichen Zuschuss nehmen. Ich denke mir auch, das Thema 0,5% Versteuerung ist ja bei Dienstwagen auch ein großes Thema. Ich brauche nur die Hälfte zu versteuern. Und hier vorne, man sieht es kaum, steht E-Tech, Plug-in-Hybrid, ganz dezent. Aber spätestens, wenn ich hier ein E-Kennzeichen fahre, dann weiß ja jedes Kind, das ist ein Plug-in-Hybrid. Die Farbe, das ist kein normales Weiß. Nee, das nennt sich Perlmutt-Weiß. Schick. Also man kommt gar nicht so rüber, aber es ist so ein Metallic-Effekt, der je nachdem, wie es ist, man merkt auch hier, es schimmert in unglaublich vielen Farben. Wir haben jetzt ihn bewusst, wir hätten ihn rausfahren können, aber draußen ist schon so knackig kalt geworden. Gesagt haben, komm, wir lassen ihn mal hier drin. Ja. Mach mal kurz die Klappe auf, bitte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es hat ein besonderes System hinten an der Kofferraumabdeckung. Man muss nur kurz andrücken und dann geht's auf. Genau, relativ simpel. So, und hier sind diverse Kabel mit drin. Jetzt muss man ja sagen, wir haben hier eine kleine Batterie mit drin. Die ist nicht riesig, aber sie ist effizient. Und deswegen kann man sie auch problemlos auch an 230 Volt über Nacht aufladen. Die wird dann voll. Ganz genau. Das von 0 auf 100 an einer Schuko-Steckdose daheim, dann ist das in 5 Stunden erledigt. 5 Stunden erledigt. Hier vorne kann ich von innen die Sitzbank umklappen. Ja, das ist das sogenannte Easy-Brake-System. Ich muss nur hier ziehen und dann fällt der Sitz quasi runter.
Dann kann ich durchladen bis vorne hin. Genau. Auch hier kann ich aufmachen? Da kann man aufmachen. Man hat hier ein bisschen Staufach. Hier verfällt das Staufach allerdings. Da ist die Batterie drunter. Mhm. Die Antriebsbatterie. Hier auf der linken Seite haben wir dann die ganz normale, handelsübliche 12-Volt-Batterie. Das ist die Fahrzeugbatterie. Richtig. Starter. Auch. Richtig, Starterbatterie oder für die Bordelektrik ist die gedacht, dass der Bahnblinker auch geht. Und okay, das heißt, wenn ich jetzt fahre, die wird auch erwärmt. Genau. Das ist im Winter vielleicht ein Thema. Sehr schön. Ja, das heißt, ich habe einen großen Kombi. Das Ladevolumen, kennst du das? Das Ladevolumen sind 390 knapp. Mhm. Wenn das jetzt nach oben geklappt ist, wenn man die Sitze umlegt, haben wir ein Maximalvolumen von, ich meine, ca. 1300 Liter. Also richtig viel. So, setze ich mal hinten rein. Das Perlmutt ist schon schick. Also wenn man das so im Original sieht, es schimmert. Ja, und da hast du richtig Platz, oder? Ja, ich bin jetzt zwar kein Riese, aber ich kann hier wirklich ohne Probleme sitzen. Man sitzt halt sehr aufrecht, ne? Vorne, jetzt ist auch die Bank ist umgeklappt, wenn die nochmal war. Es geht im Moment nicht. Jetzt ist er da. Und hat ein sportliches Design. Das ist dieses RS-Design, oder? Genau, das sind RS-Leinsitze. Und trotz allem hat das Fahrzeug auf den hinteren Außenplätzen eine Isofix-Kindersitzvorrüstung. Okay, prima. Da komm mal mit. Da gehen wir mal drumherum. Also auf den Außenplätzen Isofix mit drin. Ich habe vorne dann den Elektromotor. Du hast es eben mal kurz angeschaut. Bevor wir reingehen, schauen wir uns den Motor mal kurz an. Ja. Mal aufmachen. Er hat zwei Motoren mit drin. So, und der Elektromotor ist nicht zu sehen im Moment, oder? Der ist nicht zu sehen. Was wir sehen, ist hier ein System, was für die Ladung gedacht ist. Dieses System wird auch wassergekühlt. Und auf der anderen Seite haben wir auch Kühlflüssigkeit für den normalen Motor. Okay, das heißt, ich habe zweimal Kühlflüssigkeit mit drin. Das hier, Startergenerator, was ist das? Nee, das ist ein Power-Elektro-Controller, so heißt das offiziell. Okay. Und das ist einfach dafür gedacht, das Auto muss ja wissen, wie lade ich. Lade ich gerade an einer Wallbox oder lade ich an einer Haushaltssteckdose? Okay. Und das System kann das Ganze dann intelligent umwandeln. Ich habe beides mit drin. Das heißt, ich komme tatsächlich dann auf Verbrauchswerte, die so phänomenal sind, wenn ich das kombiniert lade und jeden Abend einfach nur kurz mein Auto anstecke, dann, ich sag mal, ist die Tankstelle für mich AD auf kurzen Strecken. Definitiv. Also wie gesagt, man kann im gemischten Zyklus bis zu 50 Kilometer Reichweite rein elektrisch zurücklegen. Wie ist das jetzt im Alltag? Ich nehme an, du selbst bist auch schon mal so ein Auto gefahren? Ich bin so ein Auto auch schon gefahren, auch schon mal über ein Wochenende und konnte es wirklich mal testen. Und ich bin wirklich begeistert. Ja, schauen Sie es gleich mal an. Man kann definieren, dass ich rein elektrisch fahre. Der startet eh mal elektrisch dann? Startet sowieso elektrisch. Ich habe verschiedene Fahrmodi, die ich einstellen kann. Kann dann wahlweise rein elektrisch komplett fahren, sofern es der Ladezustand der Batterie zulässt. Dann schauen wir mal ein. Und ich komme mal auf die Beifahrerseite und dann erklären wir das ganze Auto mal, dass wir hier mal kurz zeigen. Hier unten hat man Ambientebeleuchtung mit drin in Blau, die Sitze nochmal in Rot hinterlegt, mit auch einem guten Seitenhalt mit dabei. Die sind höhenverstellbar, die Sitze? Die sind höhenverstellbar. Höhenverstellbar. Ah, ein großes Display jetzt mit drin, viel größer wie vorher. Richtig, also es gab mal die 7 Zoll Variante, gab zwischenzeitlich die 8,7 Zoll Variante und mittlerweile sind wir bei 9,3, wie hier. So, und dann auch das mittlere Display ist jetzt voll digital, komplett? Genau, das ist voll digital auf 10 Zoll und man kann hier wirklich einmal durch den Bordcomputer schalten. Ich kann aber auch variieren, ich kann sagen, ich möchte hier meinen Sender, der jetzt da erscheinen würde, wenn das Radio an wäre. Da, genau. Der Mitte projizieren quasi. Genau, oder das Navi, was man gerne möchte. So, das Ganze ist auch touch-sensitiv, das heißt, du kannst also jetzt alles hier mit deinen Finger steuern, richtig? Richtig, also in dem Moment, in dem ich auf das Navi quasi tippe, wird es groß, hat eine 3D-Funktion mit dabei. Ich erkenne Gebäude sehr gut, kann mich dementsprechend ein bisschen besser orientieren. So, wenn ich jetzt fahre, das heißt, die Informationen über den Ladezustand, wo kriege ich die jetzt raus? Die habe ich hier einmal auf dem Bildschirm. Der zeigt mir erstmal an, ich mache mal was, unten rechts ist das. Mhm.
So, und da sieht man dann, das sind die blauen Balken, die zeigen mir an, wie weit die Batterie geladen ist, zeigt mir nebendran an, wie weit ich insgesamt fahren kann, wenn ich mit Benzin und Elektro gemeinsam fahre. Genau, wenn du mal kurz das Radio mal ausmachst. Ja. Machen wir es mal aus. Hier vorne DRB Plus ist mit eingebaut. Das heißt, ich habe direkt eine Aufteilung vom Bildschirm her. Oben Navi, unten habe ich das Radio mit drin, Telefon mit drin. Das heißt, es wird also sehr intelligent genutzt. Riesenbildschirm. Dann habe ich die Klimaautomatik mit eigenen Digitalanzeigen pro Seite. Genau, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Der Beifahrer kann sich eine andere Temperatur einstellen als der Fahrer. So, Automatikgetriebe ist mit drin. Was für eine Automatik ist drin? Es ist ein sogenanntes Multimode-Getriebe. Das ist einfach ein intelligentes Getriebe. Das schaltet den Benziner oder den Elektromotor ein bzw. dazu in Abhängigkeit von der Fahrweise. Und wenn ich den jetzt den Verbrenner, was für eine Automatik habe ich denn dann? Doppelkupplung oder? Das ist eine Doppelkupplung. Okay, Multifunktionslenkrad, vielfach verstellbar, zeig mal. Ja. Ich kann es einmal rausziehen, reindrücken, ich kann es auch hoch und runter ziehen. So, da ist jetzt auch sogar ein Head-Up-Display dabei. Ich guck mal, ob ich das ein bisschen einfangen kann hier drin. Steht da schon was? Ja, das ist halt nur für den Fahrer gedacht. Der Beifahrer wird nichts erkennen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt zu sehen ist. Na, ich glaube nicht. Man sieht so ein bisschen, ja. Ja, man sieht die KMH, die man drauf hat. Es ist auch die Verkehrszeichenerkennung, wird auch da projiziert, dass man alles quasi direkt im Blick hat. Ja, das ganze Display. Also es wurde innen nochmal komplett geändert. Ich habe hier oben noch USB mit drin, also in der Vorrichtung mit drin, Electro Parkbremse. Was ist das für eine Taste davor? Das ist Multisense und das ist sehr gut zu wissen für ein Plug-in-Hybrid. Ich habe hier verschiedene Modi. MySense, das ist ein normaler Hybrid-Modus, das heißt, das Auto fährt bis, ich sage es mal, 50 km/h im gemischten Zyklus rein elektrisch. Beziehungsweise bis 135 km/h. Danach schaltet es auf den Benziner. Jetzt drücken wir nochmal drauf. Sport ist quasi das gleiche. Allerdings wird jetzt eher drauf geachtet, dass das Auto mehr Leistung hat. Okay. Das heißt, da wird quasi der Ladezustand der Batterie in Anführungszeichen nicht so berücksichtigt. Man will einfach Leistung haben. Pure, das ist ein rein elektrisches Fahren. Das heißt, jetzt fahre ich nur elektrisch. Es würde nur nicht gehen, wenn die Batterie zu entladen wäre. Okay, wenn ich jetzt einen Kickdown mache, kann ich den Pure unterbrechen mittendrin, wenn ich mehr Leistung brauche? Oder ist es rein elektrisch? Nein, es geht unter dem Gaspedal ist quasi noch ein Druckknopf, der dann quasi in diesem Moment, wo Sie auf den Druckknopf drücken, ordentlich durchzieht. Okay, das heißt, der wird dazu geschaltet, der Benziner. Der unterstützt dann. Der unterstützt dann, okay. Ja, klasse. Das heißt also, kann ich denn auch den Elektromotor, den Benzinmotor zusammen betreiben, dass ich mehr Leistung habe? Geht das auch? Das macht das Auto quasi, wenn es notwendig ist, selber. Also die unterstützen sich dann gegenseitig und ich habe auch zusätzlich noch die Möglichkeit, E-Save anzuschalten. E-Save ist dafür da, dass die Batterie nie unter 40% geht. Warum ist das gut? Das ist gut, wenn man vorhat, künftig rein elektrisch irgendwo hinzufahren mit Pure. Das würde ja sonst nicht gehen. Okay, verstanden. Das heißt, also ich kann mir das so vorladen, warum auch immer ich das brauche. Wenn ich zum Beispiel jetzt in England bin, da darf ich jetzt nur elektrisch fahren, was weiß ich. Und keine Ahnung, wozu es gut sein soll. Aber wenn ich das möchte, behält er mir 40%. Kann ich die Bremsenergie rekuperieren bei dem Auto? Ja, der rekuperiert sowieso auch im D-Modus beim Vorwärtsfahren. Es gibt aber zusätzlich noch einen B-Modus. Der ist dafür da, wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann bremst er und verzögert er. Das schont auch mein Bremssystem ein wenig. Okay, das heißt, die Bremszuläge sind nicht so auffällig dann? Richtig, natürlich geht die Bremse zu, aber es ist eine ganz andere Hausnummer und er rekuperiert enorm, zieht sich dadurch nochmal ordentlich Energie rein und lädt die Batterie deutlich schneller auf. Toll, also das heißt, ihr habt ja unglaublich viel Erfahrung, was Elektromotoren angeht. Ihr baut ja den Zoe schon seit mittlerweile 9 Jahren, Jahren? Seit sieben Jahren gibt es den Zoe. So, und wenn man das Ganze hier sieht, wie schön das gemacht ist, also auch das große Display, natürlich habt, sagen wir so ein großes Display, die Amerikaner machten so ein bisschen vor mit dem ganz großen Tesla 3 oder dem Tesla XYZ und so weiter, aber das macht ja auch Sinn, dass ich also ein Infotainment habe hier drüber, was ich also komplett so programmieren kann, wie ich das will. Gibt es auch so ein System, wo ich den Energiefluss sehen kann während der Fahrt? Geht das? Inwiefern Energiefluss? Also ich habe das schon mal gesehen, dass wenn man bremst, dass man sieht, okay, die Bremsenergie geht von der Bremse dann rein. Also so eine Art Infodisplay. Einstellungen, Programmierung. Stark.
Kalender. Also ich kann hier kann ich auch noch Ladezyklus einstellen. Ich kann eine Klimavorheizung einstellen. Mhm. Aber ja, ich habe das mal gesehen bei Toyota, dass man sehen kann. Ist wahrscheinlich hier in dem Mitteldisplay, dass man da sieht, okay, wenn ich jetzt bremse, da fließt Energie zurück. Das wird visuell nochmal angezeigt, ja. Das meinte ich. Ja. Okay. Achso, ich dachte, Sie meinen, okay. So, das Assistenzsystem hat Kennzeichenerkennung, wie ich sehe. Richtig, Verkehrszeichenerkennung. Auto hat einen Spurhaltewarner, Spurhalteassistent. Okay. Also wirklich Thema Sicherheit wird mittlerweile sehr groß geschrieben. Aktiv, der Spurhalteassistent, der greift auch ein. Genau, man kann wählen, ob man nur eine Warnung möchte oder auch einen Assistent, der dann mitlenkt. Cool. Das heißt, wenn ich mal kurz abgelenkt sein sollte, warum auch immer das Kind brüllt oder irgendwas, der hilft mir dann ein bisschen. Ist das abhängig von der Geschwindigkeit? Ja, ist abhängig von der Geschwindigkeit, funktioniert jetzt bei 5 oder 10 km/h nicht, aber wo man es braucht, Autobahn etc., da funktioniert es ohne Probleme. Tja, da vorne ist es, er parkt automatisch ein auf Wunsch? Genau, das ist quasi die Easy Park Assistent, das ist ein teilautomatisches Einparken. Das System hat jetzt schon erkannt, dass wir quasi in einer Parklücke eigentlich stehen, wir stehen jetzt hier in der Halle und ich kann den auch zum Rausfahren nutzen und kann hier auswählen, wie meine Parklücke aussieht, wo muss ich parken. Und kann dann mit dem Blinker festlegen, ob die Parklücke rechts oder links ist. Und dann lenkt das Auto mit. Gang einleben, Gas geben, das muss man noch selber machen. Und das funktioniert? Das funktioniert sehr gut. Es ist bei mir jetzt noch nie schief gegangen. Krass, ich meine, es ist auch eine Frage der Übung. Das heißt, das Einfachste ist, wenn man dem System nicht traut, am besten mal auf irgendeinen Parkplatz fahren. Und dann erkennt er auch die Linien unten drauf oder orientiert er sich an den anderen Fahrzeugen? Der orientiert sich an anderen Fahrzeugen. Okay, cool. Ja, oben sieht man das Lederlenkrad mit einer Sichtnaht, zweifarbig. Mhm. Ist ganz edel gemacht, das Auto, oder? Definitiv. Also Megane ist sowieso ein Hingucker, schon immer gewesen. Und auch mit Megane an sich haben wir Erfahrungen. Megane an sich gibt es seit 1995 und er ist noch immer erfolgreich. Ja, es ist schon fast Oberklasse, sage ich jetzt mal. Also wenn so von der Innenausstattung mit dem Leder und mit dem großen System, was hier drin ist, trotzdem bin ich im Preisbereich, ich sag mal roundabout 4.0 steht da davor, vor der Rechnung, 40.000. Ja, genau. Also es gibt, je nachdem, was man gern möchte, es gibt verschiedene Ausstattungsvarianten. Der Grundpreis fängt bei 34,99 an. 34,99. Das ist der Grundpreis, da kommt natürlich nachher noch Rabatt runter und die staatliche Förderung. Okay, und das heißt also hier, wie er jetzt steht, um die 40 minus Förderung. Genau. Wie war der ausgezeichnet? Was der war mit 34,99, glaube ich, ausgezeichnet. 34,99, warte, wir schauen mal kurz drauf. Nee, die Leute ja doch. Ja, genau, wenn man jetzt die, 34.000 rund, nachdem man die statische Förderung mit abzieht. Die ist dann da entsprechend da berücksichtigt. Ist er ab. Genau. Okay. Funktioniert aber so, die kriege ich zurück. Das heißt, ich zahle bei euch die rund 40.000, kriege das vom Staat zurück. Und das dauert wie lange, die Rückzahlung? Ja, das kann man pauschal nicht sagen. Das war mal nach 2 Monaten erledigt, hat auch mal 4 gedauert. Es kommt im Moment drauf an, wie viele Anfragen dort eingehen. Man kann es nicht versprechen. Genau. Aber es kommt. Es kommt auf jeden Fall. Das hat noch keiner nicht bekommen. Ja, der Getränkehalter ist hier mit drin. Dann habe ich hier nochmal an der Seite schöne Armauflage mit drin. Ich habe eine Lordosenstütze, die kann ich verstellen. Ja, rundum gelungener Kombi. Komfort, wie ist denn das Fahrverhalten, so die Straßenlage? Ist das, muss man jetzt einfach sagen, genial. Also ich habe, wie gesagt, ein Wochenende mitgenommen und habe nach wirklich ausprobiert und bin begeistert. Ja. Merkt man das, dass der Elektromotor drin ist von der Spritzigkeit? Ohne Ende. Ja. Also wie beim Elektroauto, wie man es kennt, der ist unten raus direkt da. Cool. Komm, wir steigen mal aus. Und dann nimm mal gerade die CO2 nochmal mit und die Beschreibung, dann filmen wir die gerade nochmal ab. Bose Soundsystem mit drin. Genau, da ist es noch mal. Inklusive Subwoofer im Kofferraum. Also der macht Bums. Der macht Bums, ja. Cool. Oh. Ja, wir sind bei der Autogalerie Saar. Hier vorne auch das Lichtdesign, Renault an der Seite. Ja, bei Renault, da denke ich immer so ein bisschen direkt an Formel 1. Demnächst heißt es ja Alpine. Richtig. Ihr werdet es ja umbenennen, aber das gehört ja auch mit zum Renault-Konzern. Genau. Das Gleiche. Also, zeig mal kurz die Preisliste. Also, wir haben hier den Renault Megane Grand Tour. Das ist schon das neue Modell, 2021er Modell, 38.500 Euro. Und da geht noch die Förderung ab. Das heißt, die Förderung, wie hoch ist die nochmal? 4.500. 4.500, also glatt 34.000 brutto für das Auto mit... Genau. Allen drum und dran. Und der Spritverbrauch,
den blenden wir auch mal kurz ein, der ist unten drunter. Wir sprechen also hier jetzt von 1,3 Liter kombiniert. Gut, natürlich in Verbindung mit dem aufgeladenen Elektromotor, weil der reine Benzinmotor, der hätte natürlich dann weniger, 28 Gramm pro Kilometer und eine CO2-Effizienz von A+. Ja, cool. Wenn ich das Fahrzeug haben möchte, Lieferzeit? Also neue Bestellung, dann sind wir ungefähr bei 3 bis 4 Monaten. Auto ist jetzt seit 3 Monaten bei uns. Alles klar. Und ich habe also wirklich als Gewerbetreibender 0,5% Versteuerung. Richtig, genau, beim Hybrid. Prima. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn ich ihn haben möchte, ihr seid wo überall? Wir sind in Saarbrücken, in der Wiesenstraße in Burbach-Mahlstadt. Ansonsten sind wir noch in Lebach, Eppelborn und Neunkirchen. Ja, danke schön. Tschüss. Danke auch. Tschüss.